Allrounder im Bergeeinsatz, wenn ein Büffel ordentlich Kette gibt. Er ist ein Koloss mit rund 54 Tonnen Gewicht. Sein vollgefedertes Fahrwerk bringt ihn durch fast alle Geländeformen. Er gehört zu den Kampfunterstützungsfahrzeugen der Bundeswehr, der Bergepanzerbüffel. Das Chassis stammt vom Leopard 2, angetrieben wird er von einem 12-Zylinder-Motor. Seine 1500 Pferdestärken machen den Büffel zu einem Kraftpaket. Mit fast 70 Kilometern pro Stunde kann er sein Einsatzziel erreichen. Seine eigentliche Aufgabe ist es, schwere Kettenfahrzeuge abzuschleppen und zu bergen. Stabsfeldwebel Udo M. bändigt das Arbeitstier täglich. Er ist Ausbilder an der Logistikschule in Galstedt. Wir sehen hier vorne einmal die Räumschaufel in der Breite des Fahrzeuges. Auftrag ist, mit dieser Räumschaufel kann das Fahrzeug Stellungsbau betreiben und kann planieren. Und sie gilt gleichzeitig auch als Stützanlage, wenn wir mit der Krananlage Lasten heben über 7 Tonnen, dann muss das Fahrzeug vorne abgestützt werden. Der Stützschild des Büffels wird außerdem bei der Panzerbergung mit dem Seil eingesetzt. Hier geht es um Lasten von bis zu 60 Tonnen. Wir haben hier in der Öffnung das sogenannte Hauptwindenseil. Das Hauptwindenseil hat eine nutzbare Seillänge von 140 Meter. Wir können Fahrzeuge bergen mit diesem Hauptwindenseil und können eine Kraft übertragen, wenn wir gewisse Umlenkrollen dazu einbauen. Bis zu 105 Tonnen können wir Fahrzeuge bergen und eine Zugkraft von 105 Tonnen aufbringen. Jeder Seilstrang hält dabei einer Belastung von 35 Tonnen stand. Die defekten Panzer sind aber oftmals schwerer. Deshalb bauen die Soldaten bei einer Bergung einen Mehrfachzug. Manchmal benötigen sie dabei ihren Eigenschutz. Weiterhin sehen wir hier vorne die sogenannten Nebeltöpfe einer Mehrfachwurfanlage, wo wir, wenn es dann notwendig ist, im Einsatz dann uns einnebeln können. Nach vorne und nach hinten. Der Kran ist das Herzstück des Büffels. So, wir sehen dann hier auf der rechten Fahrzeugseite die Krananlage, wo wir Lasten mit heben können und schwenken können im Bereich bis 30 Tonnen. Die Krananlage hat einen Schwenkbereich von 270 Grad. Das ermöglicht der Besatzung sogar notfalls, den eigenen Motor herauszuziehen und auszuwechseln. Auf die hintere Ladefläche des Büffels kann außerdem ein Austauschmotor für einen defekten Panzer aufgeladen werden. Mit Hilfe des Kranes ist somit auch eine Reparatur vor Ort durchführbar. Hier ein Hilfsmittel für den Kraftfahrer, das ist die sogenannte Rückfahrkamera, wo der Kraftfahrer die Möglichkeit hat, von dem Fahrerplatz aus, wo er einen Monitor hat, und kann hier hinten bei Rückwärtsfahrt die Rückwärtsfahrt beobachten und einsehen. Denn die 9 Meter Länge und 3,5 Meter Breite des Büffels sind nicht selten rückwärts an das Schadfahrzeug anzudocken. Wir können Fahrzeuge abschleppen bis einem Fahrzeuggewicht von 63 Tonnen. Dazu haben wir hier hinten die Abschleppkupplung. Wir haben dazu hier die sogenannten Stützstreben, damit wir das Fahrzeug verbinden können. Und dann haben wir die Möglichkeit, diese Fahrzeuge abzuschleppen und der Instandsetzung zuzuführen. Im Gefecht müssen die Soldaten dazu nicht einmal aussteigen. Weiterhin haben wir die Möglichkeit, mit diesem Fahrzeug das sogenannte Gefechtsbergen durchzuführen. Das heißt, wir können ausgefallene Fahrzeuge, schwere Kettenfahrzeuge, die nicht alleine sich mehr bewegen können, da können wir unter Panzerschutz ranfahren, das Fahrzeug über eine Gefechtsbergeeinrichtung anhängen und aus dem Gefechtsfeld zurückziehen in eine geschützte Deckung. Der Büffel bewährt sich vor allem in schwierigem Gelände. Dabei ist es egal, ob er extreme Steigungen oder eine Hügelstrecke überwinden muss. Sein ABC-Schutz erlaubt den Einsatz auch in kontaminiertem Gelände. Er ist ein Allrounder, doch erst seine 3 Soldaten Besatzung machen den Büffel zu einer geballten Bergepower. Der Kommandant, der Fahrer und der Bergegehilfe. Ohne den Menschen kann auch das beste Material nichts ausrichten.